der Ansturm soll groß werden. 20 Jahre gibt es jetzt schon die lange Nacht der Münchner Museen. Sammlungen, Galerien, Kirchen, architektonische Schmuckstücke, historische Orte und über 100 Museen sind auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Einmal im Jahr machen alle großen Häuser plus Ausstellungshäuser eben Deutsches Museum, Lehmbachhaus hier, aber auch ein Haus der Kunst etc. gemeinschaftlich auf, laden die Bevölkerung ein, dieses Kulturfest eben zu genießen. Und entsprechend ist es wirklich eine tolle, positive Schlagzeile für die Museumsstadt München. Zusätzlich zu den Ausstellungen gibt es ein großes, buntes Rahmenprogramm. So können sich Besucherinnen und Besucher nicht nur in dieser Nacht, sondern auch für künftige inspirieren lassen. Es soll wirklich so sein, und es funktioniert eben so bestens, dass die normale Bevölkerung, die nicht so oft in Museen geht, eben an einem Samstagabend, wenn man endlich mal Zeit hat, wenn keine Arbeit ist, wenn man entspannt ist, wo man sonst vielleicht ins Kino geht oder ins Theater oder zum Essen oder sich mit Freunden trifft, dass man vielleicht mit diesen Freunden eben mal auf Tour geht und diese Museumslandschaft entdeckt und dabei eben vor allem seine Stadt mit ihrer Vielfalt und dabei auch neue Einrichtungen, die man davor gar nicht gekannt hat. Kinder können bei 17 Häusern auch schon nachmittags in die Museumslandschaft eintauchen. Wir werden in der langen Nacht von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr eine offene Werkstatt für Kinder und Familien anbieten, wo man sich zum einen in der japanischen Papierfaltkunst Origami erproben kann oder die Kirschblüte stempeln, stanzen, malen kann. Für 15 Euro gibt's ein Kombi-Ticket zu allen Veranstaltungsorten. Eines der großen Highlights ist die Ausstellung im Lehmbachhaus. Das ist wirklich ein Feuerwerk, das wir da abbrennen. Eine Ausstellung Alexei von Jawlensky und Marianne von Werefkin. Zwei Künstler, die ihr Leben lang miteinander gearbeitet haben, sich aneinander gerieben haben, mit Werken, die aus aller Welt kommen, die ganz selten zu sehen sind. Und es ist sowohl ein künstlerisches Highlight als auch eine ganz tolle Geschichte, die die Menschen wirklich berühren wird. Stattfinden wird die lange Nacht der Museen am Samstag, den 19. Oktober von 19 bis 2 Uhr.